geheime Geschichte von Jesus? Warum wird nicht drüber gesprochen? Die meisten Christen und Nichtchristen wissen, dass es in der Geschichte über das Leben Jesu eine riesige Lücke von 18 Jahren gibt, aufgrund des Mangels an biblischen Referenzen. Das ist krass, Digga. Von 12 bis 30 einfach verschwunden, oder was? Während seines Aufenthalts erfuhr Notovitch von einem Manuskript, das die Figur von Jesus beschrieb, der angeblich in der Region von Kaschmir und Tibet lebte und lernte. Ah, das ist natürlich, das ist eine heftige Theorie. Dass er mit Buddhismus in Berührung war dann quasi, oder was? In dem Manuskript wird die Geschichte einer Figur erzählt, die angeblich Jesus war, der Galiläa als Jugendlicher verließ und durch Persien bis nach Sind im Westen Indiens reiste. Er hatte die Absicht, sein Verständnis für das Göttliche zu verbessern und zu perfektionieren, sowie die Gesetze des großen Buddha zu studieren. Wow, Digga. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch geht's gut. Nur Liebe von mir raus an euch, von ganzem Herzen. Fühlt euch gedrückt von mir. Und zwar gehen wir in eine Reaction heute rein, die heißt Die Geheimnisse der Geschichte von Jesus. Da bin ich jetzt sehr, 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 sehr gespannt. Das ist auf dem Kanal, das Video ist auf dem Kanal, den wir uns auch schon öfter mal zu Gemüte geführt haben. Und zwar der Kanal Verborgene Geheimnisse. Die geheime Geschichte von Jesus. Warum wird nicht drüber gesprochen? Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Und wir lassen uns nicht lumpen und gehen direkt rein in den Laden. Let's go. Die meisten Christen und Nichtchristen wissen, dass es in der Geschichte über das Leben Jesu eine riesige Lücke von 18 Jahren gibt, aufgrund des Mangels an biblischen Referenzen. 18 Jahre Lücke wusste ich nicht jetzt persönlich. Jesus verschwand für mehr als die Hälfte seines Lebens zwischen dem 12. und 30. Lebensjahr von den Seiten der vier Evangelien des Alten Testaments und tauchte erst danach wieder auf. Die letzte Erwähnung von Jesus in seiner Kindheit erscheint im Evangelium von Lukas, wo erwähnt wird, dass er im Alter von 12 Jahren während eines Besuchs in Jerusalem mit seinen Eltern, um das Passafest zu feiern, verloren geht und 3 Tage später im Tempel gefunden wird. Aber was geschah dann vor diesem Ereignis, als Jesus 12 Jahre alt war, bis zu seiner Wiedererscheinung mit 30 Jahren? Als er krass Johannes dem Täufer um eine Zeremonie im Jordanfluss bat. Die einfachste Erklärung für die verlorenen Jahre von Jesus ist, dass er seine Jugend in Nazareth verbrachte und als Schreinerlehrling bei seinem Vater Josef arbeitete. Diese Theorie ist eine der am meisten akzeptierten, da Söhne in der Regel den gleichen Beruf wie ihre Väter ausübten. Allerdings gibt es in dem Evangelium eine seltsame Frage. In Markus Kapitel 6, Vers 3 fragt sich die Menschenmenge nach seinem Auftreten, ist das nicht der Zimmermann? Die Frage ist ziemlich seltsam, da es in einem Dorf mit höchstens 2000 Einwohnern, was die geschätzte Größe von Nazareth zu der Zeit war, sehr ungewöhnlich ist, dass sie überrascht sind, ihn zu sehen. Wie ist es möglich, dass sie ihm in einer so kleinen Bevölkerung während so vieler Jahre nicht begegnet sind? Das ist krass, Digga. Von 12 bis 30 einfach verschwunden, oder was? Jesus. Was hast du gemacht, Bro? Andererseits ist die Frage in Matthäus Kapitel 13, Vers 55 bei derselben Begebenheit leicht unterschiedlich und lautet, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Diese Frage würde die Theorie beenden, dass Jesus Zimmermann war. Aber nicht nur das, sie zeigt auch, dass Jesus seit langem nicht mehr gesehen worden war und später vorgestellt wurde, indem die Namen seiner Eltern und ihrer Verbindung erwähnt wurden. Außerdem wird Jesus in keinem der von den verschiedenen Kirchen akzeptierten Evangelien als Zimmermann beschrieben. Deshalb gibt es viele Gründe anzunehmen, dass Jesus diese langen Jahre außerhalb von Nazareth verbracht hat. Und nicht nur das, es scheint, dass er vor seinen öffentlichen Auftreten eine Ausbildung erhalten hat. Ein sehr wichtiges Ereignis innerhalb der jüdischen Gemeinschaft ist spirituelle Ausbildung vielleicht, dass wenn Kinder 13 Jahre alt werden, das Bar Mitzwa gefeiert wird, was Erwachsener bedeutet. Von diesem Zeitpunkt an gelten Jugendliche nach jüdischem Gesetz als Erwachsene Verantwortliche für ihre Taten. Daher ist es kein Zufall, dass es keine Aufzeichnung von Jesus im Alter von 13 Jahren und danach gibt. Ab diesem Zeitpunkt begann er gewissermaßen mit der beruflichen und pädagogischen Ausbildung, die er für den Rest seines Lebens durchlaufen sollte. Da die Eltern von Jesus wussten, dass ihr Sohn besonders war, dachten sie wahrscheinlich, dass Jesus einen Lehrer oder Führer brauchte, der ihn auf seine Ausbildung vorbereitete. Deshalb wird vermutet,
dass Jesus möglicherweise mehrere Jahre damit verbracht hat, zu lernen, bevor er seine eigenen Jünger versammelte. Er soll unter der Obhut und Lehre der letzten Person des Alten Testaments und Propheten, Johannes dem Täufer, gestanden haben. Ah, Johannes. Warum steht davon aber nichts in der Bibel? Matthäus sagt, dass als Jesus Johannes bat, ihm zu taufen, Ist er im Koran auch für 18 Jahre weg? Das ist eine gute Frage. Gibt es hier Leute, die, da war doch einer, der auch sehr islamisch unterwegs ist, der mir vorhin Props gegeben hat. Bist du noch da? Hau mal rein. Ob der Bruder Jesus auch im Koran für 18 Jahre verschwunden ist. Er antwortete, du bist es, der mich taufen sollte. Was nur eine Referenz darauf ist, dass der Schüler den Meister übertroffen hat. Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit, nämlich dass junge Menschen, die sich im spirituellen Bereich ausbilden lassen wollen, zur Essener-Gemeinschaft in Qumran gingen. Die Essener waren Teil einer frommen... Was? Spirituelle Ausbildung, ne? Wie ich gesagt habe. Junge Menschen, die sich im spirituellen Bereich ausbilden lassen wollen, zur Essener-Gemeinschaft in Qumran gingen. Das war mein erstes Gefühl, war dieses mit spirituelle Ausbildung. Die Essener waren Teil einer frommen jüdischen Sekte mit einer großen Gemeinde am Toten Meer, etwa 30 Meilen südöstlich von Jerusalem. Sehr interessante Geschichte auf jeden Fall, fühle ich. Sie waren größtenteils unverheiratet, führten ein monastisches Leben, teilten alle ihre materiellen Besitztümer und praktizierten verschiedene spirituelle Disziplinen und Askese. Die Essener galten spirituell höher stehend als andere Juden, weil sie das Judentum auf der Grundlage des mosaischen Gesetzes praktizierten. Das mosaische Gesetz, noch nie gehört. Es scheint allgemein generell noch wenig mit dem Judentum auseinandergesetzt bis jetzt. Johannes der Täufer und möglicherweise auch Jesus und seine Familie dieser Gemeinschaft nahestanden. In jedem Fall gibt es in den Schriftrollen von Qumran mehrere Berührungspunkte mit der schriftlichen Botschaft. Ah, Schriftrollen von Qumran. Darüber, das kam doch auch in einem anderen Video vor, einer anderen Doku, die wir uns reingezogen haben. Ich krieg's gerade nicht zusammen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Johannes der Täufer eine Zeit lang in dieser Gemeinschaft lebte und dort einen Großteil seiner religiösen Ausbildung erhielt. Nicht nur das, Qumran lag auch an einer wichtigen Handelsroute nach Osten. Und die Essener mussten mit den verschiedenen Kulten und Religionen ihrer Reisenden vertraut sein, die teilweise vom Buddhismus und den hinduistischen Veden beeinflusst waren. Dies eröffnet andere Möglichkeiten, wo Jesus während seiner verlorenen Jahre gewesen sein könnte. Im Jahr 1887 hatte Nikolai Alexandrowitsch Notowitsch, ein russischer Abenteurer und Aristokrat, während seiner Reise durch Nordindien und das Kaschmirtal einen Unfall, der ihm einen Beinbruch verursachte. Glücklicherweise lud ihn der Abt des buddhistischen Klosters von Hemis in Ladakh ein, sich im Kloster zu erholen. Während seines Aufenthalts erfuhr Notowitsch von einem Manuskript, das die Figur von Jesus beschrieb, der angeblich in der Region von Kaschmir und Tibet lebte und lernte. Ah, das ist eine heftige Theorie. Dass er mit Buddhismus in Berührung war dann quasi, oder was? Nach Notowitsch trug das Manuskript den Titel Das Leben des heiligen Issa, dem Besten der Menschenkinder. Der nicht belegte Name Issa ähnelt dem arabischen Namen von Jesu Isa, der im Koran verwendet wird. In dem Manuskript wird die Geschichte einer Figur erzählt, die angeblich Jesus war, der Galiläa als Jugendlicher verließ und durch Persien bis nach Sindh im Westen Indiens reiste. Der Text sagt, er hatte die Absicht, sein Verständnis für das Göttliche zu verbessern und zu perfektionieren, sowie die Gesetze des großen Buddha zu studieren. Er reiste durch Indien und erreichte schließlich den Tempel von Jagannath in Puri, wo er die Vedas mit den Brahmanenpriestern studierte. Buddha ist krass, sag ich dir, wie es ist. Buddha ist krass. Ich fühle immer auch was bei diesem Thema so. Also wenn ich höre mir oft auch so beim Meditieren diese Buddhas Flöte an. Bro, das löste mir so ein heftiges Feeling aus, als ob ich keine Ahnung hatte. Das connectet mich so schnell, das ist extrem. Ich glaube, es ist die Melodie, die mich am schnellsten und am meisten connectet. Diese Flöte vom Buddha. Nach 6 Jahren in Puri und Rajgir reiste er in den Norden nach Tibet, wo er Yoga und Buddhismus in tibetischen Klöstern studierte.
Die Geschichte. Boah, das wäre krass, Digga, wenn das wirklich so wäre, dass Jesus Yoga und Buddhismus auch studiert hat. Zeigt, dass er Indien im Alter von 29 Jahren verließ und über Persien nach Israel zurückkehrte. Im Jahr 1894 kehrte Notowitsch nach Russland zurück und veröffentlichte das unbekannte Pinselstrich 24 seit 3 Monaten am Start, Love Falls of the Realness. Im Christi, aber man nannte ihn einen Lügner und die Geschichte geriet in Vergessenheit. Jahre später, im Jahr 1922, reiste einer seiner härtesten Skeptiker. Jesus hat meditiert. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Jesus eventuell auch diese Lehren alle studiert hat. Buddhismus, Meditation, Yoga etc. Ich sage sowieso, dass sehr viele Sachen miteinander zusammenhängen, die aber getrennt wurden, weißt du? Dass man sagt, nein, das ist getrennt von dem, die Religion ist von dem getrennt, ihr seid nicht miteinander, ihr seid eher anders und die sind andersgläubig und ungläubig und die sind bla bla bla. Leute haben vergessen, dass alles, glaube ich, irgendwo miteinander zusammenhängt, gerade diese ganzen spirituellen Geschichten, weil es gibt nur eine Wahrheit und die kommt von Gott und der spricht nicht nur zu einer Person, weißt du? Swami Abhedananda, Gründer der Vedanta-Gesellschaft in New York, in den Himalaya, um die buddhistische Philosophie und den Lamaismus zu studieren. Zufällig kam er zu Fuß nach Kaschmir und beschloss, das Hemiskloster zu besuchen, wo sich Notowitsch aufgehalten hatte. Swami fragte den Abt nach dem umstrittenen Manuskript und zu seiner Überraschung übergab der Abt es ihm, woraufhin er seinen eigenen tibetischen Übersetzer engagierte, der es kopierte. Als er nach New York zurückkehrte, stellte er fest, dass seine Übersetzung mit der von Notowitsch übereinstimmte. Anscheinend wurden die Originalrollen von Brahmanen-Historikern nach dem Tod von Jesus geschrieben, da Händler aus dem Nahen Osten ihnen von der Geschichte der Kreuzigung erzählten. Dann schrieben die Brahmanen ihr eigenes Evangelium. Paramahansa Yogananda erwähnt in seinem Buch »The Second Coming of Christ« in der Rede 5 mit dem Titel »Das unbekannte Leben Jesu, seine Reise nach Indien«, dass es Dokumente über seinen Besuch gibt. Bild. Habe ich noch nie von gehört, Alter. Ich finde das Video gerade, das ist richtig so geil. Die Geschichte von Jesu Aufenthalt in Hemis scheint von Helena Blavatsky in ihrem Buch Isis Unveiled aufgegriffen zu werden. Im Original wurde der Reisende mit den gebrochenen Beinen auf den Berg Athos in Griechenland gebracht und fand den Text der wahren Lehre in der Bibliothek des Klosters. In dem Buch Das Wassermann-Evangelium von Jesus dem Christus behauptet Levi E. Darling ebenfalls, dass Jesus nach Tibet, Indien und anderen Ländern gereist ist und beschreibt diese Reisen viel ausführlicher als das Buch von Notowitsch. Es scheint, dass die Idee... Also für mich macht es Sinn. Für mich macht es Sinn. Wirklich. Was sagt ihr dazu, Chat? Dass Jesus einen Großteil seines Lebens im Orient verbracht hat, weit verbreitet ist. Wäre es möglich, dass diese Reisen einen Teil der verlorenen Jahre von Jesus erklären? Crazy Video. Ich mag den Kanal auf jeden Fall. Ich mag auch die Theorien, die er aufstellt. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass da was dran ist, meine lieben Freunde. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass alles irgendwo miteinander verbunden und connected ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch Jesus Christus sich mit solchen Geschichten wie Buddhismus, Tibet, Yoga und so auseinandergesetzt hat. Warum nicht? Weißt du, wie ich meine? Was spricht denn dagegen?